Kapitel 2, Ruf oder Ehre. Wir sitzen fest. Gestrandet. In der Wildnis Amerikas und nur unser Verstand kann uns retten. Bleiben wir Menschen oder werden wir zu Kannibalen, die das Fleisch von Verstorbenen essen, wie in diesem Flugzeugkatastrophenfilm? Zuerst Filet au Jacob. Der Genuss dieses heißen Muskelbergs kann einen strengen Geschmack im Mundraum hinterlassen, aber man gewöhnt sich daran, schätze ich. Komm schon. Wow. Was? Psst. Das sieht aus wie dicke Würste, die eine dünne Nadel einfädeln wollen. Oh mein Gott, ich hab's gleich, okay? So ein damit du es weißt, dieser Vergleich trifft mich wirklich schwer. Ich hab's gleich. Eine Sekunde. Ja! Wow. Und Schnitt. Das hätte ich auch hingekriegt. Du hast sie gelockert. Yes. Sie konnte nicht mehr warten. Okay. Also, wenn ich ein Bier wäre, wo würde ich mich verstecken? Keine Ahnung. Beep, 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 beep. Was beep. Wird das denn? Beep? Oh, das ist mein Bier da. Ich suche nach Bier. Hm. Wieso merke ich erst jetzt, wie unfassbar lahm du bist? Was? Aber das ist mein Bier da, Mann. Ich gehe woanders hin. Super. Oh, die Kids haben echt alles leergeräumt. Ja. Mr. H liebte seine Accessoires. Oh ja, da ist es. Ich glaube, das wurde uns gezeigt. Hm. Ist aber verriegelt. Ja, nicht das Problem. Ich gucke mich überall um. Wäre auch zu einfach gewesen. Oh. Oh. Ha, ja. Oh. Jackpot. Hey, sieh nur meine Riesenmelone. Oh. Hier. Einfach ein Loch reinschneiden. Mhm. Dann rein mit dem Wodka. Und Partytime. Du kippst einfach den Wodka da rein? Ja. Mehr Spaß kann man mit einem Loch in der Melone nicht haben. Oder... Wobei, vielleicht auch doch. Okay, ich lasse euch zweimal alleine und sehe mich nach mehr Partykram um. Oh mein Gott. Das hat er nicht gebracht gerade. Okay, alles klar. Oh mein Gott, er kommt mir nach. Alles klar, jetzt sind wir hier im Kiosk angelangt, würde ich jetzt mal sagen. Es scheint ja wirklich eine Menge noch da zu sein, nicht... ich guck mich mal noch im richtigen... Ah, hier, okay. Hier ist noch was. Okay. Die ist also verschlossen. Ich möchte wirklich nichts verpassen, weil das ist halt, wenn dann schon mal das Schlimmste, was man wenn dann halt machen kann. Ne? Weil wir haben ja eine diese Durchsage bekommen, bei dieser alten Lady. Und ich möchte jetzt wirklich nichts verpassen. Warum kommt hier nichts? Ist hier was? Nee. Okay. Aber hier. So. Oh, das haben wir doch gefunden. Ah, jetzt wird es wahrscheinlich aktualisiert. So, Errungenschaft freigeschaltet. Alles ergibt Sinn. Okay. Da ist schon mal das Plakat. Genau. So. Was immer diese Plakate auch in Chris Haggetts Besitz zu suchen haben. Er muss wohl vergessen haben, diese abzunehmen. Kann sein. So, diese Flugblätter bewerben eine Wanderzirkus namens Harum Scarum. Das Datum liegt über 6 Jahre zurück. Oha. Oha. Na dann. Warum hat man das denn nicht schon entsorgt? So, in Ordnung.
Und nicht, dass ich denn so einen Code eingeben muss. Ich schreibe mir den Code auf. ich guck nochmal hier weiter. Weil ich kann ja halt nichts eigentlich übersehen, weil es ploppt ja sowieso ein Licht auf. Ey, Junge. Wehe, da kommt jetzt irgendwas. Wer kauft den Scheiß? Andenken? Das ist halt ein Andenken, weil sie weiß ja nicht. Ich mach mein Headset mal leiser. Warum hast du das nicht gesehen, Girl? Alter, was hast du denn für Blindfischaugen? Oh. Meine Fresse. Oh. I'm sorry, aber ich kack einfach ab. Wehe, da ist jetzt auch wieder was. Hallo? Nee. Oh, kann man eben. Oh. Hallo, alte Freunde. Oh ja. Hat er eigentlich verdient? Nein. Ich werde das machen. Die Gelegenheit ist einfach zu verführerisch. Okay, schon mal gesehen, wie sich ein Mann in die Hose scheißt? Das werdet ihr gleich. Oh Mann. Okay, fehlt nur ein Versteck. Oh, ist das jetzt wirklich so gut? Nicht, dass ich da jetzt nicht mehr rauskomme. Achso, da, okay. Jacob! Emma? Hallo? Hey, wenn du mich erschrecken willst, daraus wird nichts. Für Clowns? Nein, nein. Sie sind witzig. Und du hältst das hier wirklich für witzig? Ich meine, ja. Oh. Wow. Verdammt. Und wie witzig ist das, kleiner Junge? Ich, Willst du dich mit mir und 20 hübschen Clownfreundinnen in einen Kleinwagen quetschen, als wäre es nichts? Ich... Was? Chance vertan. Oha. Aber nicht vergessen. Ja, das ist wohl verkackt, ne? Kann ich das nochmal machen, oder? Ja, okay. Dann hätten wir mal die Spinne nehmen sollen. Vielleicht hätte er denn darauf sensibel reagiert. Ich weiß es nicht, aber warum ist die Kameraführung gerade so scheiße? Ich möchte hier nichts verpassen. Junge, Junge, Junge. Boah, es soll aufhören. Okay, okay, okay. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, da gehen wir gleich rein, da gehen wir gleich rein, da gehen wir gleich rein. Wir gehen auch mal schnell da rein, wo wir ja nicht reingehen konnten. Weil das scheint wahrscheinlich auch noch was zu sein, sonst wäre ja die Tür auch nicht zugeschlossen gewesen sein hier. Okay, kann ich jetzt nur öffnen. Okay, ich glaube, das war ein gutes Zeichen, weil da hat man dann, glaube ich, Chancen zu entkommen, würde ich jetzt mal sagen. Weil wir wissen ja, was wir für ein Spiel spielen. Ja. Und ich glaube, ich mit meinen frischen 21,
würde das schon gut finden hier, so, wisst ihr, also, ja, wird mal Zeit, so ein Spiel zu spielen hier. Sonst habe ich ja mal nie so eine Spiele gespielt. Wo führt die wohl hin? Weiß ich nicht. Vielleicht ganz nach unten, kann sein. Versperrt. Ich rufe Jacob! Sieh dir das an! Oh, also dann, Tür, halt dich fest, denn du triffst gleich auf deinen Meister. Bitte nicht, mach das mit den Nadeln, okay? Damit wir dir noch mal... Dankeschön. Da. Nice. Woo. Wow. Ja, leck mich doch fett. Sieh sich das einer an. Kein Wunder, dass die Tür verschlossen war. Ist er böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Nee. Nein, er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um Menschenrechte. Oder so. Sicher, klar. Gut. Mal sehen, was es hier zu holen gibt. Festhalten, sonst fällt die Tür ins Schloss. Oh ja, das ist nicht so gut. Ja, Mann. Hier ist Bier. Das reicht. Boom! Ich will mich umsehen. Wie du willst. Wehe, er macht jetzt zu. Okay, gut. Okay, perfekt. Alles klar. So, gucken wir mal hier. Okay. Ah, also, da können wir doch was reinmachen. Hallo? Oh, dann nicht. Okay, Bier. Jacob, sieh mal hier. Was? Ich kann hier nicht weg, sonst fällt die Tür zu. Sieht aus wie Campingvorräte. Oh, okay. Da sind Zelte an der Feuerstelle. Los, gehen wir. War das ein Bär? Moment. Zerfetzte Wanderrucksäcke mit getrocknetem Blut. Oh. Oh. Jetzt geht's gleich los hier. Oh Mann. Kann ich damit noch irgendwas machen? Oh. Kann man was scannen oder so? Nö, okay, dann. Alles klar. Oh, cool. Was? Was ist da? Eine Flinte. Oh, cool. Und ein Code. Oh mein Gott, den schreibe ich auf. Ich weiß nicht, ob er mir angezeigt wird oder so. Okay. Fertig. Wow, du siehst aus. Ah, das Spiel ist ja schon geblieben. Annie Oakley. Danke. So, Spiel, was ist jetzt? Okay, ich bin gleich wieder da. Also ganz kurz, wenn das jetzt hier so weitergeht, ne, dann weiß ich auch nicht, was hier passiert. Also, das ist ja sehr toll. Code. 9, habe ich doch gewusst. Wusste ich doch. Ich wusste es. So, okay, jetzt bin ich wieder da. Es ist wieder dieses, the game, blablabla, has crashed and blablabla, wie auch immer. Ich ignoriere das jetzt. Ich hoffe, ich kann jetzt einfach so nochmal weiterspielen. Ich hoffe, dass es jetzt einfach weitergeht hier. Okay, ich gucke mich jetzt nochmal einmal ganz kurz, nochmal ganz schnell um hier. Ob jetzt hier noch irgendwas anders liegt oder so. Nö, okay, alles klar, wir gehen wieder zurück. Gut, dass wir die Flinte mitnehmen, weil ich habe auf jeden Fall gar keinen Bock auf diesen alten Typen. So, es geht gleich weiter. Ich habe das Spiel jetzt gerade auf Fehler überprüfen lassen. Steht einfach 6 fehlende Dateien und ich konnte es trotzdem weiterspielen. Na, super. Alles klar. So, jetzt geht's weiter. Ich hoffe, das wird jetzt besser mit den fehlenden Dateien,
6 Dateien. Und dann war auch noch das Spiel so dreist und hat einfach diese ganzen Updates pausiert. Ach, Emma heißt sie. Okay, sie heißt Emma. Ja, für Bären. Okay, also ich suche dann mal was, um diesen ganzen muss Kram erstmal dran gewöhnen wieder. Zu schleppen. Okay, kann ich wieder normal sein? Alles wieder normal? Das Spiel musste sich wieder ein bisschen dran gewöhnen, eben. Okay. Alles klar. Wir können jetzt in Ruhe weiterspielen. Also ich habe den Code jetzt gefunden. Also uns könnte jetzt nichts mehr passieren, aber hier ist auch weiter gar nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal den Weg jetzt zurück. Aber die beiden haben ja noch nichts so Weirdes gefunden, deswegen, mache ich mich um diese beiden erstmal noch keine Sorgen. Natürlich haben halt ja diese Wahrsagerin ja gesehen. Ja. Okay. Super. Bin drin. Ah, sehr gut. Was ist noch da drin? Nur noch Feuerwerk. Feuerwerk? Ja, aber wir sollten es... Nein, Emma. Feuerwerk. Mitnehmen. Auf jeden Fall mitnehmen. Okay, du hast recht. Feuerwerk. Hey, oh yeah, Feuerwerk. Oh, und sagte ich schon, Feuerwerk? Hey, ich hab... hinten so zerfetztes Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus und ich glaube, da war auch Blut dran. Oh, oh, stopp, stopp. Nicht bewegen. Oh, Mann. Peanut Butter Butter Pops. Hörst du das zu? Das sind meine Lieblings-Butter Pops. Sind die nicht für Kinder? Was? Ja, aber ich war auch mal Kind. Du warst eins? Okay, hör zu, probier einen davon und ich verspreche, du änderst deine Meinung. Keine Chance. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop em in your mouth. Komm schon, das ist der beste Snack aller Zeiten. Okay, vergiss es. Heißt wohl, mehr für mich. Hey, draußen habe ich eine Schubskarre gesehen. Groß genug für Kisten und allerlei Zeug. Bitte was? Kiste? Oh, das meint einen Behälter. Oder Po. Nein, das davor. Schubskarre? Ja. Okay. Das ist wie so ein Behälter auf Rädern. Man kann Zeug draufpacken und durch die Gegend schubsen. Ah, verstehe. Schubkarre. Oder nicht? Ladies first. Danke. Wo lang? Oh Junge, ich möchte Emily spielen. Ich möchte Emily spielen. Ich möchte London spielen. Oh mein Gott, ich nenne sie jetzt nur London. Okay. Das Heiligtum. Es ist ein Büro. Es ist die magische Quelle. Boah. Okay, ja, beeil dich einfach. Klar, ich schließe das hier nur noch eben an. Und Energie. Pop. Podcasts. Ja. Okay. Wie heißt der Podcast, den du gerade hörst? Bizarr oder banal. Also Geisterkram? Mehr so, ja, also alles Unerklärliche. Die Frage, ob es ein echtes Phänomen ist oder eher banal. Anal? Gecheckt? Anal? Du Wortakrobat.
So, wollen wir nachsehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt? Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht in Ordnung, so rumzuschnüffeln. Okay, wenn du meinst. Ich meine, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Nicht Mr. H., ich weiß, er ist cool. War immer cool zu mir. Ja. So, okay. Beweg dich. Okay, alles klar. So, guck ich mal hier nochmal. Geht das nicht irgendwie schneller? Bei mir geht's schnell. Ich kann sie für dich anfeuern. Los, macht schon. Ihr schafft das, Leute. Funktioniert nicht. Wir müssen wohl warten. Okay. Wow, was für ein altes Ding. Hey, gib mal deine Nummer. Ich ruf dich an. Wieso? Damit ich dich zu einem Date einladen kann, Mann. Smart. Wenn ich da mit einer Mobilnummer anrufe, explodiert das Ding hier. Oha. Hallo? Was? Was? Wer ist dran? Hallo? Oh. Weird. Ich dachte, mein da wäre jemand. Hm. Und du hast nicht versucht, ihn anzuflirten? Verdammt, das war die Chance. Ja. Aber... Nee. Okay. Aber oha. Ich glaube, man shippt die beiden. Okay.